ich mal eine Freunde, war drin hier auf der Gamescom 2017, war drin bei Astragon. Ich habe jetzt hier den Philipp, Entwicklerteam von The Hunter Call of the Right. Das seht ihr auch im Hintergrund, und zwar die Konsolenversion für PlayStation 4 und Xbox One. Und der Philipp, der wird uns jetzt ein bisschen was über die Konsolenversion erzählen. Ja, genau. Am 2. Oktober kommt es raus. Spielt sich genau wie das Hauptspiel, gibt ein paar Unterschiede, wie man es steuert und in der Grafik. Auf der PlayStation 4 Pro läuft es auf 1260p mit temporalem Anti-Aliasing. Ansonsten sieht es ähnlich aus wie auf dem Computer. Multiplayer funktioniert genauso wie davor. Man kann mit seinen 7 Freunden zusammen spielen. Und sonst gibt es ein paar kleine Änderungen, wie man das UI, das Inventar bedient und solche Sachen. Aber im Endeffekt sehr ähnlich zur PC-Version. Genau. Von der Konsolenversion allgemein in The Hunter Call of the Wild. Ihr habt ja, wie lange ist das Spiel jetzt schon draußen? Circa ein halbes Jahr? Ein halbes Jahr. Wie ist so die Zukunft von The Hunter Call of the Wild? Seid ihr bis jetzt zufrieden, so wie das Spiel sich entwickelt hat, von den Verkaufszahlen her? Wo sagt ihr, da müssen wir noch dran arbeiten? Ja, wir sind zufrieden bisher. Also wir kriegen sehr, sehr viel Feedback von der Community. Wir reden viel mit den Spielern, das ist uns auch sehr wichtig. Und genau da machen wir weiter. Für Konsole ist es ein bisschen komplizierter, weil es da immer das Verfahren mit Sony und Microsoft gibt, wenn man Patches rausschieben will und sowas. Aber da haben wir dieselbe Strategie wie mit dem PC-Titel auch. So viel wie möglich, was die Leute haben wollen, das machen wir in der Zeit, wie wir es können. Und dazu gibt es noch diese kostenlosen und bezahlten DLCs. Wie genau das auf Konsole funktioniert, wahrscheinlich ähnlich wie am PC, nur nicht so frequent, aber da wird es in der Zukunft mehr zu hören geben. Und ansonsten, was wir jetzt noch nicht bis viel gemacht haben, ist mehr Tiere, mehr Waffen und sowas. Ich denke mal, in der Zukunft könnte es sich da noch ein bisschen mehr davon geben. Die Frage habe ich jetzt vergessen, aber neben euren normalen The Hunter, ach genau, was war eigentlich eure Entscheidung, neben dem normalen Hunter Classic, The Hunter Call of the Wild zu machen? Ich meine, das eine ist Free-to-Play, das andere ist ein einmaliges Bezahlspiel mit DLCs. Warum? Also The Hunter Classic, das ist die Free-to-Play-Version, die läuft sehr, sehr gut nach wie vor. Die ist jetzt 9 Jahre draußen, spielen immer noch viele Leute. Da sind wir sehr, sehr, sehr zufrieden damit. Immer wieder haben wir aber gehört, naja, warum macht ihr das jetzt nicht in eurer neuen Engine? Ihr habt ja jetzt Just Cause gemacht, Mad Max. Warum transferiert es nicht einfach rüber? Das ist natürlich nicht so einfach, aber wir haben den Entschluss gefasst, okay, wir haben die neue Technik jetzt verfügbar, machen wir doch nochmal das Spiel und geben den Spielern, was sie wollen. Dabei aber auch das Feedback berücksichtigt, dass viele gesagt haben, das Free-to-Play-Model gefällt mir nicht so gut, ich will einen bestimmten Preis zahlen und wissen, was ich dafür bekomme. Also haben wir versucht, da 2 Fliegen mit einer Klappe zu schlagen und sind jetzt bei Hunter Call of the Wild. Genau. Die Updates für Hunter Call of the Wild, wie gesagt, wir haben jetzt 2 bezahlte DLCs. Und 3 kostenlos. Okay. Gibt es schon eine Art Roadmap für das Jahr 2000, also Ende 2017, 2018? Kannst du da irgendwas schon sagen oder eher weniger? Da müssen wir sich noch ein bisschen geduldig halten. Da wird es aber bald neue Ankündigungen geben. Und der nächste Meilenstein ist jetzt der 2. Oktober. Da kommt die Konsolenversion raus. Und bis dahin gibt es bestimmt schon mehr News. Alles klar. Dann danke ich dir für deine Zeit. Ich danke. Und weitere Infos zu The Hunter bzw. The Hunter Call of the Wild, alles in der Videobeschreibung. Tschüsselü. PEGI 16.